Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video geht es um drei sehr ähnliche zusammenhängende Begriffe. Goldene Bilanzregel, goldene Finanzierungsregel, horizontale Finanzierungsregel. Ich klinke mich mal zunächst hier ein bei horizontal. Und dieses horizontal bezieht sich auf die Bilanz mit Aktiv- und Passivseite. Sie wissen, auf der Passivseite die Mittelherkunft. Da wird gezeigt, wo das Geld, das in den Vermögenswerten auf der Aktivseite steckt, irgendwann mal hergekommen ist. Genauer gesagt, die rechtliche Position, die Verpflichtungsposition wird aufgezeigt. Ist es Eigenkapital, habe ich keine Verpflichtung. Ist es Fremdkapital, habe ich eine entsprechende Verpflichtung. Auf der Passivseite steht also Eigenkapital und Fremdkapital. Das, was ich hier zeige, ist die Strukturbilanz. In der richtigen Bilanz heißt das teilweise anders. Da heißt das langfristige Verbindlichkeiten, da heißt das Rückstellungen. Und da kann man sogar die passiven Rechnungsabgrenzungsposten als Fremdkapital, als mit Verpflichtungscharakter, nämlich Leistungsverpflichtungscharakter, kann man hier auflisten. Und auf der Aktivseite der Bilanz steht Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Wir haben also einmal eine Strukturierung nach K wie Kapital und eine Strukturierung nach Vermögen, wenn wir die ganze Sache vertikal sehen. Aber wir sind ja hier horizontal. Das heißt, wir haben eine solche Betrachtungsweise. Das ist horizontal. Wir setzen also die Finanzierungsstruktur, die wir auf der Passivseite sehen, in Beziehung zur Vermögensstruktur auf der Aktivseite. Und es geht darum, herauszufinden, ob, und jetzt kommt ein wichtiges Stichwort, das man sich merken sollte, eine fristenübereinstimmende Finanzierung vorliegt. Passen die Fristen zueinander? Wie sehen wir die Fristen in der Bilanz? Fangen wir an mit der Passivseite. Da ist es sehr einfach, denn die Strukturierung auf der Passivseite ist eine Strukturierung nach Fristigkeit. Nicht nach Fälligkeit, sondern nach Fristigkeit. Das heißt, ganz oben steht das Eigenkapital, das uns unbegrenzt zur Verfügung steht. Und dann, je weiter wir runtergehen, desto kürzer werden die Fristigkeiten. Das heißt, wenn wir die kurzfristigen Verbindlichkeiten finden wollen, müssen wir relativ weit unten und relativ nah an diesem Strich hier, na, wo wir dann hier das Gesamtkapital haben, relativ nah, relativ in der Nähe dieses Strichs, finden wir die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Da ist also eh schon nach Fristigkeit strukturiert. Wie finden wir die Fristigkeit auf der Aktivseite? Das ist die viel interessantere Frage. Und die steckt in der Art des Vermögens. Wir haben das Anlagevermögen und wir haben das Umlaufvermögen. Das heißt, es geht hier um den Unterschied zwischen A und U, denn der zweite Teil des Wortes ist ja mal wieder gleich. A steht für Anlage und das Wort verrät es im Grunde schon. Das Gesetz erklärt diesen Begriff Anlagevermögen als dauernd, Achtung, dauernd, ja, da haben wir die Fristigkeit, zu dienen bestimmt. Dauernd dem Unternehmen zu dienen bestimmt. Und das Umlaufvermögen, das U hier steht für Umlauf, merken schon, ne? Lauf läuft ständig, dreht sich ständig, ne? Umlaufvermögen ist, und das ergibt ja aus der Natur der Sache,
kurzfristig. Ja, das Anlagevermögen ist dauernd. Dauernd ist ein anderes Wort für langfristig, sehr langfristig. Und Umlauf ist ein anderes Wort für kurzfristig. Ja, also dauernd heißt im Prinzip langfristig. Dauernd zu dienen bestimmt heißt langfristig zu dienen bestimmt. Und Umlauf heißt ganz klar kurzfristig. Und wenn wir uns die Sachen da anschauen, dann ist da auch ständig Bewegung. Während im Anlagevermögen ja relativ wenig Bewegung ist, haben wir Umlaufvermögen ständig von Bewegung, ist ja auch der Sinn der Sache. Da sind die Posten Forderung, Kasse, Bank, Halbfertigfabrikate, Fertigfabrikate. Da ist ja die Idee, dass die Fertigfabrikate, dass die verkauft werden, dass dafür wieder Geld auf die Bank kommt, was auch zum Umlaufvermögen gehört, oder in die Kasse, je nachdem. Da ist ständig Bewegung. Im Umlaufvermögen ist alles immer nur kurzfristig, da ist ständig ein Rein und Raus, eine ständige Bewegung. Während im Anlagevermögen eher tendenziell Ruhe herrscht. Anlagevermögen, das sind die Grundstücke, das sind die Gebäude, ja, das ist die Betriebs- und Geschäftsausstattung und so weiter. Das ist alles dauernd zu dienen, bestimmt also langfristig. So, und jetzt kommen wir zu den beiden Regeln. Goldene Bilanzregel und goldene Finanzierungsregel ist das Gleiche. Das sind zwei Begriffe für die gleiche Sache. Und die Idee ist, dass du langfristige Dinge, mit anderen Worten dein Anlagevermögen, auch langfristig finanzieren solltest. Das heißt, die ideale Idee, die goldene Bilanzregel oder goldene Finanzierungsregel in ihrer strengen Form sagt, optimal wäre es, wenn, und man spricht hier von Deckungsgrad, also diese beiden Regeln kennen wir in Form von zwei Deckungsgraden, diese fristenkonkurrente Finanzierung, da unterscheiden wir den Deckungsgrad 1. Das ist die strenge Form, die goldene Bilanzregel, und manche sagen dann zu Deckungsgrad 2 auch silberne Bilanzregel. Die sagt, es ist ideal, wenn Eigenkapital durch Anlagevermögen größer, von mir aus noch gerade gleich, aber besser noch größer 1 ist. Ja, multiplizieren Sie es aus, dann haben Sie da stehen Eigenkapital größer Anlagevermögen. Wenn Sie also auf beiden Seiten mit Anlagevermögen multiplizieren. Dann kürzt sich das links raus und rechts taucht es auf, dann steht da Eigenkapital größer Anlagevermögen oder größer gleich Anlagevermögen. Also eine andere Art, dieses Ding hier zu schreiben, ist Eigenkapital größer gleich Anlagevermögen. Das ist diese horizontale Betrachtungsweise. Das ist die fristenkongruente Finanzierung. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, haben wir eine fristenkongruente Finanzierung. Eigenkapital ist so langfristig, dass wir es unbegrenzt nennen können, und Anlagevermögen ist langfristig, also haben wir langfristig mit langfristig finanziert. Es gibt Leute, die sagen, man muss nicht so streng sein, es gibt den Deckungsgrad 2, die silberne Bilanzregel oder goldene Bilanzregel, abgemilderte Form, ist alles das Gleiche. Das sind unterschiedliche Ausdrücke, die man so in der Literatur findet. Und da sagen Leute, ja, es ist okay, wenn du den Zähler erweiterst, Nenner bleibt gleich, größer gleich 1 bleibt auch stehen, Eigenkapital steht hier auch. Es kommt aber etwas hinzu, raten Sie was, plus langfristiges Fremdkapital. Das ist die silberne Bilanzregel oder der Deckungsgrad 2. Und das ist hier die Sichtweise. Ja, darum geht es hier, dass wir entsprechend unsere Fristigkeit nicht durcheinander schmeißen. Gefährlich wird die Sache, wenn man Dinge im Anlagevermögen mit einem Dispositionskredit finanziert. Das wäre das Gegenteil. Das wäre ein Brechen dieser Regel. Und das führt uns in Schwierigkeiten, führt das Unternehmen in Schwierigkeiten. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.